Ja, ich habe es live am Fernsehen verfolgt und war eigentlich recht zuversichtlich, als ich 21 Sekunden Vorsprung an der ersten Zwischenzeit auf Kettle Evans hatte. Und auf einmal schmolz der Vorsprung so dahin zur nächsten Zwischenzeit. Und ich glaube, ich bin ein bisschen bleich im Gesicht geworden. Mein Puls wurde schneller und ich habe nur noch gebannt auf den Fernseher geschaut. Ja, es ist einfach nur grenzenlose Freude. Ich habe so viel Adrenalin in mir und ja, ich glaube, ich könnte die ganze Welt zurzeit umarmen.